Gut. Das ist der Titel, der mir gestern Abend suggeriert wurde, dass ich ihn so nennen soll, den Vortrag. Ich verrate nicht, wer das war. Was mit dem Apostroph da? Ja. Oh, nein, du wolltest zweisprachig sein. Das ist sowieso alles jetzt durcheinander, ist egal. Ich habe jetzt gesagt, es ist cool stuff for web typography, es hört sich viel besser an. Also, der Sinn meines Parts hier ist eigentlich, danke, heute hier so ein bisschen die Reste einzusammeln, nämlich alles das, was wir nicht durch Referenten abgedeckt haben, wo wir aber dachten, Mensch, da gibt es coole Tools, coole Resources, Websites, was auch immer, die eigentlich interessant sind für euch. Das heißt, ich darf jetzt versuchen, hier so diesen Bogen zu spannen und dieses Kesselbunt, das ist auch gerade vorher noch gefallen, also ihr könnt euch noch beleidigendere Sache einfallen. Ich versuche jetzt einfach mal durchzukommen. Also, das erste ist Find and Choose Web Fonts. Ich habe die Slides auf Englisch, ich weiß auch nicht warum, aber ich rede Deutsch. Ich springe auch jetzt immer hin und her und ihr werdet schon merken, Dinge wie dieses hier sind nicht mehr ganz frisch. Eigentlich sind die schon ein bisschen älter, aber ich stelle immer wieder fest, dass trotzdem viele es nicht kennen. Das ist das FontShop-Plugin, da springe ich jetzt mal kurz hier rüber. Wer kennt es schon? Ah, doch schon einige, okay. Also für die, die es nicht kennen, relativ einfaches Ding. Ich kann zum Beispiel hier in InDesign oder in anderen Programmen mit dieser Palette, das ist der Screenshot, verwirrend, gell? Moment. So. Kann ich hier sozusagen auf die komplette FontShop-Library zugreifen und sagen, gut, also dieser Textrahmen hier soll jetzt in dieser Schrift hier dargestellt werden, dann wird das Ganze umgerechnet in ein Bild. Das sieht man dann auch, wenn man hier so hin zoomt. Also das heißt, es ist einfach nur ein Bild, was ich jetzt habe. Aber ich kann auf die Art und Weise eben Schriften testen, die ich nicht habe, also die, für die ich keine Lizenz habe, die ich noch nicht gekauft habe. Das funktioniert an sich okay. Es wird dann problematisch, wenn man eben sowas hat hier, nämlich einen Textrahmen, in dem verschiedene Formatierungen drin sind. Dann wird es schwierig. Jetzt nehme ich mal sowas Schönes hier. Was ist das? Dann wird eben natürlich alles in einem Font gemacht, also in einem Schriftschnitt gemacht, nämlich immer das, was der erste Buchstabe uns zeigt. Also ich kann nicht jetzt komplizierte Textrahmen da mal irgendwie so schnell konvertieren, sondern es ist mehr so für Vorschau, Headlines vielleicht und solche Sachen. Aber ich kann darauf, kann über dieses Tool sozusagen auf eine große Type Library zugreifen. Das gibt es auch fonts.com sozusagen, Moment, wo war ich hier? Das gleiche, da heißt es FontGazer, ist im Prinzip genau das gleiche. Es gibt noch ein anderes Plugin für Photoshop von Extensis, die das auch in einer ähnlichen Weise machen. Was ich damit sagen will vor allem, ist ein ganz interessantes Phänomen, dass nämlich Webfonts, das sind nämlich eigentlich Webfonts, die hier sozusagen uns geliefert werden, jetzt quasi als Desktop-Fonts verwendet werden. Und das ist eigentlich ein so ein Ding, wo wir feststellen, dass diese Bereiche mittlerweile schon gar nicht mehr so trennbar sind. Also Boris hat es ganz am Anfang angesprochen, das hat uns auch im Prinzip beschäftigt, als wir hier die Planung gemacht haben, was sind eigentlich Webfonts, wo sind eigentlich, also Webfonts sind eben gar nicht mehr Webfonts, hat Indra so schön gesagt, Webfonts sind Fonts. Und das ist tatsächlich das Phänomen, dass das eigentlich alles miteinander verschmilzt und Webfonts plötzlich auf dem Desktop verwendet werden und vielleicht auch umgekehrt. Hier sieht man zum Beispiel auch sowas, dass in Suitcase Fusion es hier eine Rubrik gibt, Google Fonts. Also das heißt, ich brauche das eigentlich nur anzuschalten und habe dann sozusagen live online das ist die komplette Google-Bibliothek hier zur Verfügung. Das ist natürlich noch schöner, weil die ja kostenlos sind sozusagen. Ja? Also ich habe das direkt in meiner Fontverwaltung drin, obwohl das natürlich gar nicht auf meinem Rechner liegt, sondern in der Cloud, wie man so schön sagt. Das ist nochmal genau die Extensis-Palette, die es in Photoshop gibt, ist aber im Prinzip genau das Gleiche. Da kann ich wählen hier, Web Ink wird ja eingestellt, stimmt das? Ja, genau. Also Google ist noch drin, meine eigenen Schriften und so weiter kann ich auswählen und habe dann wie ein eigenes Textinterface sozusagen, kann ich meine Schriften dort wählen und anwenden. Skyfonts ist im Prinzip der Gedanke weitergesponnen, dass eben die Fonts nicht mehr auf meinem Harddrive liegen und ich sie von dort aus aktiviere, sondern dass die schon von vornherein irgendwie woanders liegen.
eine Entwicklung, die es uns eben erlaubt, auch mit einem sozusagen kleinen Programmchen, was ich installiere auf dem Rechner, dann meine installierten Fonts zu sehen. Also hier oben, das ist jetzt natürlich sehr winzig, aber da oben zeigt sich das dann an. Das heißt, ich kann hier schauen, was für Fonts habe ich jetzt gerade in meiner persönlichen Library. Das können jetzt Schriften sein, die ich gekauft habe oder Free Fonts, die ich da hinzugefügt habe. Und die sind eben das quasi wie eine eigene Schriftverwaltung auf dem Rechner, die sozusagen parallel zu meiner Desktop-Schriftverwaltung läuft. Man kann hier sehen, es ist ein, Moment, hier geht mal rein, MyFonts, Google, Fonts.com und Membership by Monotype sind die vier Bereiche sozusagen, die da drunter zusammengefasst werden. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass das ja schon ein ziemlich großer Batzen an Fonts ist, die da drunter sind, weil das gehört ja mittlerweile vieles einer Firma. Und also man hat eine riesige Bibliothek zur Verfügung sozusagen, ja, ohne dass man die eben jetzt erst kaufen muss, sondern man kann ja, Dinge auch ausprobieren. Halt, wo bin ich? Da bin ich. Gut. Google Fonts habe ich hier jetzt auch nochmal drin. Das ist natürlich wahrscheinlich allen bekannt, aber ich kriege immer wieder auch bei Seminaren und so weiter diese Fragen, wie ist denn das eigentlich? Ist doch nur Scheiß, oder? Fast, ja. Also es ist natürlich wirklich wahnsinnig viel Müll da drin, wurde ja heute auch schon mal gesagt, aber es gibt tatsächlich durchaus auch ein paar Perlen. Nenne ich das jetzt mal. Vielleicht nicht alles, was jetzt auf der Seite ist, aber das ist, also je nachdem, wofür man es braucht. Ja, es gibt ja auch verschiedene Anwendungen, aber die Droid Family oder die Sources sind eigentlich wirklich solide Schriftfamilien. Ich meine, abgesehen davon, dass die Source Familie jetzt mittlerweile endlich mal diese, wie viel sind es, Zeichen, die in einem Font sein können, 64.000, ich weiß nicht was, nee, Quatsch, übernehme, ja, ist ja wurscht, die haben jetzt das endlich mal voll gemacht, sodass wir endlich wieder ein neues Problem haben im Schriftdesign-Format, da muss man wieder besprechen. Also, die Vollkorn zum Beispiel finde ich auch eine super Geschichte, die ist unheimlich robust, steht gut auf dem Schirm, also gerade eben, wenn man im Web Typografie macht. Also es sind, findest du nicht? Okay, Indra und ich diskutieren das nachher nochmal genauer. Ich habe, das waren jetzt sozusagen ganze Familien, die man also umsonst bekommt. Nicht, dass ich jetzt hier so als Verfechter von Free Fonts irgendwie da mich darstelle, das bin ich sicher nicht, aber ich will auch nicht, es ist nicht so, dass Google Fonts eben nur alles Crap ist, was da läuft, sondern es gibt ein paar Sachen, die sind durchaus nutzbar und wenn man ein schmales Budget hat, dann finde ich es durchaus auch angebracht, eben sowas zu benutzen und sich dessen zu bedienen. Warum nicht? Ja. Genau, also das sind die ganzen Familien, aber es gibt eben einen riesigen Fundus an freien Schriftschnitten, die die Foundries oft selber auch sozusagen frei hergeben. Oft ist es ein Regular-Schnitt, manchmal ist es natürlich auch der super extra Bold-Schnitt, mit dem man vielleicht weniger dann anfangen kann. Aber ich habe jetzt hier einfach mal so ein paar Regular-Schnitte zusammengesammelt. Oder naja, gut, dieses Julius Sons One Regular ist vielleicht ein anderes Regular. Aber es gibt auch da eben ganz viele Schriften, die man nutzen kann, die man kostenlos anzapfen kann. Also gibt es sicher ein reiches Repertoire, das ich an der Stelle einfach nur mal zeigen wollte sozusagen. Das nächste Kapitel, so, das muss jetzt aber verschwinden hier. Hau ab. Tryout and Test Drive, also es gibt natürlich dieses große Problem immer in der Webgestaltung, wie teste ich das, also nicht nur in der Webgestaltung, woanders auch, wie teste ich das Ganze, wie schaue ich mir das an und so weiter. So, jetzt geht es hier nicht mehr, hallo. Eins zurück. Den Type-Tester hat Marco nicht großartig ins Feld geführt vorher bei seinem Vortrag, aber er steckt ja dahinter und ich glaube viele, die irgendwann mal damit zu tun haben, schätzen dieses Tool sehr, weil es eben die Möglichkeit gibt, hier so in drei Spalten nebeneinander direkt live zu vergleichen. Ich kann also hier meine Schriften auswählen, kann also sogar noch hier diverse Line Spacing und ich weiß nicht was Adjustments machen, kann das dann nebeneinander stellen, habe wirklich einen super Vergleich auch, wie das funktioniert und was für eine Typografie ich da also haben will. Das ist sicher eines der beliebtesten Tools, glaube ich, in der ganzen Bandbreite. Eine Geschichte, die
relativ einfach ist, die aber trotzdem witzigerweise viele immer noch nicht kennen, zeige ich auch kurz. Habe ich es gar nicht aufgemacht hier. Achso, ich wollte es an dieser Seite zeigen hier, so genau. Nachdem die ja heute schon mal ins Felde geführt wurde und man mit der Schriftwahl oder der Typografie nicht einverstanden. Also ich kann hier reingehen, habe da so ein kleines Tool sozusagen, ich mache eine beliebige Website auf, wähle eine Schrift aus und kann eben hier dann auch noch sagen, okay, dann bitte größer, wenn Eric das unbedingt will. Letter Spacing, ich weiß nicht, was sagt ihr, da muss man, das ist, naja, gut. Aber ihr versteht, worum es geht, ja. Also ich kann hier direkt auch Sachen ausprobieren, kann mir Dinge anschauen, eben vielleicht auch mit meiner Beta-Version der eigenen Website, die ich gerade noch irgendwo habe, dann noch Sachen ausprobieren, wie auch immer. Auch super Tool eigentlich. Ist übrigens vom Tim ursprünglich. Dann haben wir dasselbe in grün sozusagen, den Font Swapper. Swapper, wie spricht man das aus? Swapper, whatever. Also das gleiche von WebType, das führe ich jetzt nicht nochmal vor, wenn es ist tatsächlich mehr oder weniger das gleiche. Dann gibt es immer wieder die Frage, die an mich herangetragen wird, ja, wir haben jetzt die in die Fonts, aber wir wollen das mal ausprobieren, wir wollen umformatieren. So, dann kriegen alle, die mit Lizenzverträgen zu tun haben, irgendwie lauter Fragezeichen in den Kopf oder Ausrufezeichen, denn bei vielen Schriften darf man das natürlich nicht. Ich zeige es jetzt hier trotzdem, man muss sich da einfach vorher informieren, ob man das machen kann, aber es gibt eben diesen Webfont-Generator bei FontSquirrel, der mittlerweile, das ist jetzt hier die Expert-Palette, wo ich, also es geht noch ziemlich weit nach unten weiter, wo ich alles Mögliche einstellen kann. Ich kann das Subsetting einstellen, ich kann also überhaupt mir überlegen, welche Formate will ich denn jetzt haben. Also ich schmeiße da einfach einen OpenType-Font rein und kriege dann, was ich eben brauche, zurück. Es unterstützt eben auch WoW 2 schon. Das ist eben bei vielen Konvertierungsmodulen mittlerweile noch nicht so verbreitet. Ich weiß nicht, gibt es noch was anderes, wie das WoW 2 kann? Ich kenne keins. Also das heißt, für alle, die ganz... Ja, genau, Glyphs, ja. Aber jetzt nicht als direktes Konvertierungstool sozusagen, das frei zu haben ist. Die Alternative wäre zum Beispiel sowas... Font Prep ist auch ein Open Source Programm, sieht super einfach aus, nur so ein Ding hier, was ständig pulsiert, das macht mich wahnsinnig, aber andere vielleicht nicht. Ich habe hier vorher mal so Fonts reingezogen und ich drücke hier im Prinzip nur auf den Button und sage, das möchte ich jetzt als Webfont Kit exportiert haben, dann schmeißt es mir raus IoT, WoF und weiß nicht was noch alles, TTF glaube ich. Sogar mit einem kleinen CSS dazu, so ein Beispiel Textschnipsel, wie ich es einbette. Also auch das so ganz einfache Konvertierungstools, die dann aber in der Praxis vielleicht ab und zu ganz praktisch sind, weil man nicht immer gleich jetzt alles kaufen will, und sondern erstmal ein bisschen gucken will, wie funktioniert das hier. Eine Seite, die natürlich eigentlich, also die finde ich der Wahnsinn, caniuse.com. Wer kennt die? Ja, doch. Oh Gott, ich rede hier nur altes Zeug. Hast du gedacht, dass alle kennen? Ja, fast alle, okay. Also, dann brauche ich nicht so viel sagen. Da kann ich alles Mögliche da oben eingeben und gucken, wie die Browser-Unterstützung ist. Was... Bram, can I show that? Who's? Yeah? Sorry, I should have asked before. State of Web Type. Bram Stein macht die Seite... auch eine fantastische Seite, die es jetzt nur als Beta-Version gibt, also ihr müsst einfach /beta und dann kommt ihr auf den momentanen Stand, der jetzt noch nicht irgendwie gestylt ist modsmäßig, aber es ist eine tolle Library, die sich eben natürlich so auf Web-Typografie fokussiert und letztlich das Gleiche macht oder ähnlich macht wie Can I Use. Man kann also gucken, wie ist die Browser-Unterstützung und das ist also auch eine tolle Sache. Es ist eben noch ein bisschen mehr im Detail. Also ich habe hier so Sachen drin, wie eben D-Lig oder sowas ist, glaube ich, bei Can I Use nicht drin. Also so Open-Type-Features-Geschichten. Scripts and Apps. Das ist eine ganz schöne Seite. Da will ich euch auch noch Beispiele zeigen. Da gibt es eben auch eine... Wo habe ich das hier? Verschiedene jQuery-JavaScripts. Die sind
die meisten auf GitHub auch zu finden. Das ist ein Beispiel hier, das geht ums Kerning. Das ist so ein händisches Kerning, also wenn ich eine Überschrift habe, also bitte jetzt nicht irgendwie für Text jeden einzelnen Buchstaben hin und her schieben. Ich kann hier tatsächlich sozusagen rumkernen, den Punkt, ja, so. Und dann, wenn ich fertig bin, kriege ich das entsprechende Textschnipsel dafür und habe dann eben die Überschrift sauber gekernt, so wie ich mir das halt vorstelle. Das andere ist wahrscheinlich jetzt weniger spektakulär, FitText. Das ist was sozusagen dafür sorgt, dass die Textgröße eben dynamisch angepasst wird. Also ihr seht, die Zeilen, die springen in der Größe, während die Überschrift hier eben kontinuierlich verkleinert wird, wenn ich das hochziehe. So. Genau. Diese Dinge findet ihr alle hier auf letterings.js. Da gibt es mehrere Beispiele, waren jetzt zwei davon. Genau, manches ist nicht barrierefrei, was da drin ist. Das ist vielleicht so ein bisschen Nachteil an der Geschichte. Ein Tool, das ist wahrscheinlich wirklich bekannt jetzt, aber für die es noch nicht kennen, Typecast. Wo bin ich hier? Cloudia Project. Ich war offline, Entschuldigung. Es dauert jetzt wahrscheinlich einen kleinen Moment. Ja. Also die Idee ist eben, das was... Easel ist ein anderes Programm, das jetzt leider gerade letzten Monat gestorben ist, aber die gleiche Idee verfolgt haben, nämlich direkt Webdesign im Browser zu machen. Also ich kann hier im Browser, das ist jetzt einfach ein Template, Dinge hier also auswählen und hier Schriften auswählen oder irgendwie sowas machen. Genau. Also letztlich ein Tool, das einem ermöglicht, wirklich direkt im Browser Dinge zu justieren und zu layouten. Ich glaube, das hat durchaus eine Zukunft. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil jetzt Easel eben eingestellt wurde. Das hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen geschockt. Da habe ich gedacht, irgendwie komisch. Aber Typecast wurde ja auch von Monotype gekauft. Insofern geht es da hoffentlich auch weiter. So. Dann diese ganzen Geschichten, wer also im E-Publishing, E-Pub-Sektor arbeitet, da gibt es natürlich auch ganz viel Tools. Eines der wichtigsten ist wahrscheinlich dieses EPUB-ZIP und UNZIP, also dass man einfach ein EPUB hat, das Ganze entstuffen kann oder entzippen kann oder wieder zusammenzippen kann. Da kommt man dann natürlich auch an die ganzen Eingeweide ran, inklusive Schriften und die HTML-Datei und so weiter. Also das ist ganz praktisch für viele, auch für viele, die vielleicht mal so ein bisschen da reinschmecken wollen und nicht so wahnsinnig tief in dem E-Book-Sektor drinstecken. Also einfach mal ein E-Book aufmachen, gucken, was ist da drin. Also für alle die irgendwie so ein bisschen HTML und CSS können, also ich bin da ein relativer Idiot, was das angeht. Ganz so ein bisschen. Selbst ich komme da halbwegs klar, es ist ja wirklich relativ einfach. Also da kann man dann ganz gut sich so auf den Weg machen und mal in das Thema auch reinkommen. Dann noch ein E-Book-Editor, Sigil, der wahrscheinlich nicht ganz so bekannt ist. Also es gibt ja auch andere, aber das schien wohl so in der Community relativ viel benutzt zu werden. Darum bin ich auch so darauf aufmerksam geworden. Es sieht so ein bisschen noch techy aus, also nicht besonders hübsch, aber man kann damit wohl ganz gut E-Books zusammenbauen und editieren und kommt wohl ganz gut klar damit. So, zum Abschluss noch was für euch zu tun, sozusagen. Kommt da jetzt ein Apostroph rein bei To-Dos? Nee, auch nicht, ne? Okay, dann könnt ihr vielleicht den von der ersten Seite nehmen und ihn da... Ja. To-dos, aber das ist doch ein Plural. Naja, ist egal. Alright, well, who knows. Das Lesen ist die eine Geschichte. The Rest of Tragedy ist ein wahnsinnig ausführlicher Artikel, aber für alle, die sich wirklich mal mit damit beschäftigen wollen, wie am Screen gerastert wird und wo das herkommt und warum es nicht funktioniert oder funktioniert,
also glaube ich, ist eine Hilfe wirklich. Und das andere, was ich hier an der Stelle noch anbringen will, es gibt eine Petition für das Adobe User oder gegen das Adobe User Interface, müsste man fast sagen, das ja seit langem, wie drücke ich das jetzt halbwegs gewählt aus, mir fehlen die Worte, nicht so toll ist. Also insbesondere die OpenType-Implementierung ist ja unheimlich verworren in diesen Untermenüs und so weiter. Und es gibt jetzt einen großen Aufruf, also im Prinzip schon seit längerem, aber jetzt mit dieser Petition wollen wir versuchen, irgendwie da was Größeres zu erreichen. Da kann ich also alle bitten, zu unterzeichnen, die das auch nervt. Vielleicht wird Adobe dann irgendwann doch mal aufmerksam und ja, ändert es. Das war es auch schon. Ich habe mir gedacht, weil da so viele URLs und so drin waren, die man jetzt nicht alle vielleicht mitschreiben wollte, stelle ich das irgendwie demnächst auf SlideShare, wenn jemand da reingucken will, dann kann er sich die Links dort nochmal rausholen. Vielen Dank.